So. Einer von euch müsste ein Knochenschnitzermesser haben. Genau, kostet, wow, 34 Gold bei dir. Das nicht billig. Dann Schaltun der brennende Fels. Was mich aber allerdings auch zu Dings bringt. Ich hoffe, ihr hört mich noch alle, während ich rausgetappt bin, aber das sollte gehen. Ich hoffe, das Spiel spielt jetzt nicht ab. Nein. Und ich bin etwas doof. Ich sollte nicht Schaldun, ich sollte erst nach Tirgana. Auf mein Zeichen. So. Sofort. Mir nach. Folgt mir. Und dort die Elfen abklappern. Hier gibt es nämlich auch mindestens eins, wenn nicht sogar zwei von diesen Knochenschützermessern. Und der blaue Blutedelstein, der schon ein bisschen teuer ist. Elone wird nichts Neues haben? Was wünscht ihr? Nichts. Okay. Du hattest Runen, die viel zu teuer sind, okay. Genau, du verkaufst die Münzen und das recht billig. Warum auch immer ich auf Seite 10 bin. So. So, ich kann bei ihr nachher dann die ganzen Dinger hier verkaufen. Und alles, was sonst noch so übrig bleibt. Du hast auch kein Spitzermesser. Also ja, wir haben jetzt alle Knochenteile. Wir haben drei von sieben Messern. Da ist noch eins, so. Jetzt haben wir vier von sieben Messern. Jetzt gehen wir mal die Schatzkammer erst plündern. Dazu muss ich erstmal kurz gucken. So, es gibt hier auf jeden Fall irgendwo. Genau, Nummer 4. Aha. Ja. Auf mein Zeichen.
Also schalt nun der brennende Fels. Diese Truhe hier erstmal. So, dann sehe ich besser, wenn ich mal mein OBS kurz aus dem Schuss nehme. Ja, wir müssen halt jetzt mit 7-Sternen-Münzen klarkommen. Das heißt, wir holen jetzt erstmal die letzte Schädelmünze. Die ist hier drin. Spiel speichern, sicherheitshalber. Ja, anstelle eines Schlüssellochs sind in der Kiste zwei Dinger. Das müsste Sonne und Stern sein. Sonnenmünze in den Sonnenschlitz. Und Sternmünze in den Sternenschlitz. So, die kann geöffnet werden. Genau, da ist die Schädelmünze drin. Eine dunkle Sichel. Bögen und so weiter. So. Jetzt holen wir uns hier den die Schädel. Ja, 5 Totenschädel. Schädelmünze in den Schlitz werfen. Noch eine Schädelmünze. Noch eine. Noch eine. Und noch eine. Die Münze fällt. Jetzt kann sie geöffnet werden. So, da ist da die erste mächtige Rune drin. Dunkle Beinschienen und sonst was. So. Gehen wir mal nach da oben als nächstes und gucken uns an. Wo die nächsten beiden sind. Das ist eine Schädel. Und. Ja. Das ist die Schädelmünzentruhe. Wobei, wir können erstmal hier im Süden weiter plündern, würde ich sagen. Nämlich die Truhe aufmacht, da sollte eine, sollten 3 Münzen drin sein. Ja, Sonnenmünze in den Sonnenschlitz und Sternmünze in den Sternenschlitz. Genau, da ist jedenfalls mal noch eine Münze drin und eine Keule. Mond und eine Sternmünze bräuchten wir bei dem, ja. Also 2 und 3 machen wir auf jeden Fall auf. Ja. Anstelle eines Schlüssellochs sind in dieser Kiste 2 Schlitze eingelassen. Neben den Schlitzen befinden sich geschnitzte Symbole von Sonne und Mond. Also eine Sonnenmünze, von denen haben wir genug. Und eine Mondmünze haben wir auch genug. Ja, hier sind nämlich die Beinpanzer des Elite-Schützen auf jeden Fall drin. Und die machen wir auch auf. Benötigt eine Mondmünze. Und eine Sternenmünze. Okay. Da ist eine Mentalistenrune drin. Gildenring. Und vor allem die Beinlinge des Paladin. Oh, schick, schick, schick. Und ja, wir haben jetzt noch 5 Sternenmünzen.
Ah, gucken wir uns das Zeug am Schluss an, wenn wir alles, was wir aufmachen wollten, aufgemacht haben. So, die 6 ist die hier, oder? Ja. Die 7 lassen wir mal aus. Nehmen aber auf jeden Fall die 8. Und die 9. Also 6, 8 und 9 nehmen wir noch. Für die brauchen wir Sonne und Mond. Ja, das ist okay. Da ist auch wieder eine Hexerrune drin. Glutbandring. Ein Helm und ein Hartlederpanzer. So, 7 haben wir gesagt, lassen wir aus. Das heißt 8 und 9. Mond und Stern. Also eine Mondmünze. Und eine Sternenmünze. Da haben wir einen Erzmagierring. Ist nicht schlecht. Glaubensring ist nicht schlecht. Den Elite-Schützenhelm passen zu den anderen Teil, was wir gefunden haben. Obsidianmaske des Erzmagiers. Ja. Und hier brauchen wir eine Sonnen- und eine Mondmünze nur. Drachenschild. Puh, das ist gar nicht mal so schlecht. Kappe des Entkommens. Eine Magierrune wieder. Und Beinpanzer der Elite. Die sind auch gar nicht mal schlecht. So, das heißt, hier unten ist nur noch eine Truhe, die wir jetzt gerade nicht öffnen wollen, weil da bräuchten wir noch eine Sternenmünze dafür. So, gehen wir zu der Schatzkammer. Das wäre die mittlere. Die hat nur 5 Truhen. Wir haben noch 4 Sternenmünzen. Das ist okay. 4 Sternenmünzen zu haben. Wir können auf jeden Fall den Magier mit einem Hexer ersetzen. Okay, also erstmal die Schädeltruhe. Das ist die hier. Ja, 5 Totenschädel. Also fangen wir an, Schädel reinzuwerfen. Und wir können sie öffnen. Da ist eine Adamantbrustplatte. Und prächtige Stahlkappenhosen. Boah, das ist ein tolles Rüstungsset hier. Auch wenn es kein richtiges Set ist. Lehmstab. Boge Hexenjäger. Das ist auch gut. Schlachtenhelm. Das ist passend zu der Rüstung noch. Und Hexer Darko. Gut. Hier sollten wir eigentlich alle Truhen nehmen. Also fangen wir hier an. Braucht Mond und Stern. Moment. Das sind die restlichen 5 Schädelmünzen. Wir haben noch 4 Sternenmünzen. Hier bräuchten wir 3. Wir kriegen aber eine zurück. Okay. In Truhe 2 ist eine Sternmünze. Und ja, ich, wie gesagt, die Schatzkammern, die die Schatzkammern, die plündere ich komplett.
Also die gucke ich mir hier im Ding an, was wo drin ist. Ja gut, das brauchen wir hier nicht unbedingt.